Seit dem Jahr 2022, als die US-Notenbank Fed begonnen hat, die Zinsen anzuheben, hoffen die Märkte, dass die Zinsen wieder fallen. Und da haben wir zum Beispiel schon im Sommer 2022 eine ziemlich impulsive Rallye gehabt, im Glauben, naja, die Zinsen, die werden doch bald wieder gesenkt werden durch die Fed. Das hat sich dann immer wieder fortgesetzt. Die Rallye, vor allem, die wir jetzt sehen, seit Ende Oktober 2023, ist auch zum wesentlichen Teil eine Zinssenkungshoffnungsrallye. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Fakten eigentlich wirklich das erste Mal für eine Zinssenkung sprechen. Das war vorher überhaupt nicht der Fall, weil erstens die Inflation zu hoch war, zweitens die Wirtschaft zu robust war. Jetzt kühlt die Wirtschaft in den USA so stark ab wie noch nie im Grunde, seit die Fed die Zinsen angehoben hat. Jetzt aber scheinen die Märkte erstmal nicht zu jubeln über die gestiegene Zinssenkungsaussicht. Warum? Man spricht ja bei den Amerikanern von der sogenannten Price-Earnings-Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und wenn du jetzt wirklich eine Rezession hast, dann ist eben der Gewinn schmaler, was dann eben die Bewertung umso teurer macht. Also muss die Bewertung runter. Deswegen laufen eben Aktienmärkte normalerweise, wenn sie in eine Rezession hineinkommen oder die Wirtschaft auf eine Rezession zusteuert, nicht so richtig gut, fallen die Aktienmärkte dann, wenn die Fed schnell die Zinsen senkt oder andere Notenbanken die Zinsen senken. Das ist genau das Muster. Und jetzt sind wir in der Situation, wo man sich sagt, naja, einerseits ist ja schick, wenn die Zinsen sinken, positiv. Auf der anderen Seite, was passiert dann mit dem Gewinn der US-Unternehmen? Negativ. Und das ist jetzt so ein bisschen der Kampf, der derzeit stattfindet. Wenn die Wirtschaft wirklich schneller abkühlt und dann in eine Rezession fällt, dann wird es nicht reichen, die Zinsen zu senken, sondern dann werden wir in einen Bärenmarkt kommen, wo ja alle derzeit sagen, wir sind in einem säkularen Bullenmarkt. Schauen wir uns die Dinge mal an. Und was heute dann der nächste Wirkungstreffer war, der nächste Einschlag war für die Goldilocks-Erzählung war, die Jaws waren die Jaws, also die offenen Stellen, die angebotenen Stellen, die sind so gering jetzt wie seit dem Jahr 2021 nicht mehr. Die fallen regelrecht von einer Klippe, wie diese Grafik hier zeigt. Also da ist durchaus was passiert. Der Arbeitsmarkt ist wichtig. Und wir sehen, dieser Fall bei den Job Openings hat jetzt dazu geführt, dass wir nur noch eine Relation haben von offenen Stellen zu offiziell Arbeitslosen von 1,24. Das ist der niedrigste Wert seit Juni 2021. Und der Economic Surprise Index von Bloomberg, also jener Index, der bemisst, naja, wie stark weichen die Daten von der Erwartung ab, der ist jetzt so negativ wie seit dem Jahr 2019 nicht mehr. Wir sehen also eine deutliche, klare Abkühlung der US-Wirtschaft. Problem ist nur, die Inflation ist noch zu hoch. Noch ist die Inflation nicht wirklich so, dass man sagen kann als Fed, naja, dann senken wir halt mal schnell die Zinsen. Das wird dann das nächste Problem eben wieder hervorrufen. Und hier sehen wir mal Economic Surprise Index eben sehr, sehr negativ. Und normalerweise hast du dann die Situation, dass Anleihen besser laufen, also die Kurse von Staatsanleihen steigen, die Renditen fallen, aber die Aktienmärkte nicht so wirklich performen. Das heißt, dass dann die Anleihenmärkte besser laufen als die Aktienmärkte, wie Michael Sarve hier zeigt. Und zwar gibt es da eine Vorlauffunktion von 2 Monaten, wenn also die Daten schlichtweg immer schlechter werden, also der Surprise Index, der Economic Surprise Index immer schlechter wird. Schauen wir uns mal das an, was derzeit gespielt wird von den Fed Fund Futures, also jenen Futures, die einpreisen, naja, was macht denn die Fed jetzt mit den Zinsen? Dann haben wir hier oben die Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung am 31. Juli immerhin jetzt über 18%. Das war vor kurzem noch fast null. Dann haben wir mal den September, 18. September. Da sehen wir Zinssenkungswahrscheinlichkeit, ein Schritt, 53,6%, 35% nur, dass die Zinsen auch im September bei dieser Sitzung nicht gefallen sind und sogar 10% Wahrscheinlichkeit, dass die Fed dann zweimal die Zinsen gesenkt hat. Also da hat sich in relativ kurzer Zeit doch einiges verschoben. Und schauen wir uns mal an, wie diese Pivots der Fed, also sozusagen die Wendungen der Fed, wenn sie ihre Geldpolitik umsteuert, derzeit ist sie ja sozusagen auf Halten, erst die Zinsen anheben, halten und dann umsteuern, wie das zuletzt gelaufen ist, nicht immer so richtig gut. Das war durchaus negativ in den meisten Fällen, nicht immer, muss man sagen. Es gibt seltene Fälle, wo die Wirtschaft abkühlt, aber eben nicht in eine Rezession fällt, die Fed dann dennoch die Zinsen senkt.
Aber schauen wir uns mal so ein bisschen die neuesten Meldungen an zur US-Konjunktur. 63 Banken, ich hatte es heute Morgen gesagt, laut FDIC, am Rande einer Insolvenz mit Verlusten bei den Banken von über 500 Milliarden Dollar, die in den Büchern schlummern. Wir haben ein sehr schwaches BIP jetzt gesehen, ja aus dem ersten Quartal nur 1,3% bei einer gleichzeitig deutlich höheren Inflation von weit über 3%. Über 50% der Amerikaner sagen, gefühlt wohl sind wir in einer Rezession. Wir haben kaum Nachfrage nach Mortgages, also nach Hypothekenkrediten, weil eben der Hausmarkt viel zu teuer ist, können sich die Leute nicht leisten, auch bei den hohen Finanzierungskosten. Und dann haben wir 17,7 Billionen in Total Household Debt, also das, was sozusagen die Haushalte an Verschuldungen haben. Wie kann man da von einem Soft Landing sprechen? Warum ist das Verbrauchervertrauen zuletzt doch ziemlich schwach gewesen? Weil die Leute an der Basis erkennen, nee, also die Wirtschaft, die ist nicht so stark. Und so sagen jetzt fast zwei Drittel derjenigen in den USA, die zur Mittelklasse gezählt werden, dass sie echte Schwierigkeiten haben aufgrund eben der wirtschaftlichen Situation. Davon 65% von Leuten, die mindestens 60.000 Dollar verdienen. Das reicht aber in amerikanischen Großstädten natürlich hinten und vorne nicht, wenn du da eine Familie ernähren willst. Deswegen financially struggling, also die haben finanzielle Probleme. Und jetzt gucken wir uns mal die offiziellen Daten an, zum Beispiel Arbeitsmarktdaten, die am Freitag ja frisch reinkommen werden. Und jetzt berichtet Bloomberg, dass das Bureau of Labor Statistics im letzten Jahr alleine die Zahl der neu geschaffenen Stellen um 730.000 overstated hat, also zu viele Jobs angegeben hat, die wahrscheinlich überhaupt nicht der Fall sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass alleine im Februar 1,2 Millionen Migranten einen Job bekommen haben, aber eine halbe Million Native-Born Americans eben ihren Job verloren haben. Und hier sehen wir den Grund der Unzufriedenheit, warum auch die Zustimmungswerte zu beiden nicht wirklich toll sind, weil die Leute eben nicht das Gefühl haben, dass die Wirtschaft gut läuft. Und man könnte jetzt mal ein bisschen spekulieren, die Wall Street ist unbedingt nicht wirklich daran interessiert, dass Biden die Wahl gewinnt, weil er ja gesagt hat, ich werde dann die Kapitalertragsteuer sehr stark nach oben nehmen. Und auch Donald Trump könnte durchaus auch mal ein bisschen was am Aktienmarkt nach Süden gebrauchen, weil er dann weiß, naja, wenn das passiert, dann wird er sehr, sehr wahrscheinlich die Wahl gewinnen. Das ist Spekulation natürlich, aber es ist so ein bisschen eine Motivlage jedenfalls. Mr. Kashkari von der Fed hat sich jetzt gestern Abend geäußert und hat was Interessantes gesagt. Die Leute hätten lieber eine Rezession als diese dauerhaft hohe Inflation, weil sie erkennen eben, dass eine Rezession irgendwie zum Zyklus dazugehört. Es geht auf und dann geht es bergab, und damit es wieder bergauf gehen kann, muss es vorher bergab gegangen sein. Aber was macht die Fed? Die hat sozusagen immer jeden Schmerz sofort zugeschüttet mit neu gedrucktem Geld. Jetzt wissen wir, dass die Modern Monetary Theory, die glaubte, du kannst Geld drucken ohne Ende, es entsteht keine Inflation, dass das Bullshit ist, dass das nicht stimmt. Und die Leute sind müde irgendwie von diesen hohen Preisen und sagen, so kann das nicht weitergehen. Und diese Rezessionssorgen, die werden auch an den globalen Märkten gespielt, so etwa Ölpreis, WTI hier, mal eben 10% gefallen in 5 Tagen. Nachfragesorgen, man sagt sich, naja, das Ganze könnte irgendwie ja unschön sein, wenn jetzt die Wirtschaft wirklich deutlich abkühlen wird. Schauen wir uns mal die Heatmap an, das S&P 500. Und da sehen wir, naja, die Tech-Werte jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert, aber schon ziemlich viel rot, vor allem Energie heute rot, Banken, Finanzwerte vor allem rot. Das, was positiv ist, ist Consumer Defensive. Also es sind defensive Werte, die derzeit einigermaßen gut laufen, während zyklische Werte, wie ich heute Morgen schon gezeigt hatte, nicht gut laufen, die also sehr konjunktursensitiv sind. Und so zeigt sich, wie die Bank of America heute mitgeteilt hat, dass wir den größten Abfluss aus US-Aktien hatten seit letztem Juli und vor allem aus Tech-Aktien eben der zweitgrößte Abfluss, seit man diese Daten ermittelt, also seit dem Jahr 2008, seit der Finanzkrise. Also da ist Geld aus Tech abgezogen worden. Ja, wo gibt's denn sowas? Wir haben doch gelernt, dass Tech nur noch steigen kann, meine Damen und Herren, so wie gestern, als eben Nvidia fast 5% gestiegen ist und Nvidia ja praktisch vom Handelsvolumen doppelt so stark war wie die zweitmeist gehandelte Aktie, eine Tesla. Also da sehen wir, was da passiert ist, aber dennoch
Geld abgezogen worden. Heute dann die Warnung von TSMC, diesem taiwanesischen Chiphersteller, ohne den Nvidia ja aufgeschmissen wäre. Die sagen also, wir können nicht wirklich komplett die Produktion rausverlegen aus Taiwan. Wenn jetzt also China wirklich zur Tat schreiten würde und versuchen würde, sich Taiwan einzuverleiben, dann wären bestimmte Bewertungen natürlich ein bisschen sportlich. Für Nvidia entsteht meines Erachtens, oder gibt es drei Risiken. Das erste ist eben diese Taiwan-Frage. Was tust du dann, wenn praktisch dein Produzent dir wegfällt, der die Chips für dich macht? Erstens. Zweitens, es ist eine Frage der Zeit, bis andere auch in der Lage sein werden, wirklich konkurrenzfähig zu sein gegenüber Nvidia. Und drittens eben die Nachfragesituation. Nvidia will ja ständig neue Chips bringen. Und ganz toll und im höher, schneller, weiter. Nur sage ich mir dann als Käufer, selbst wenn ich Google oder Microsoft bin, naja, dann warte ich doch, bis ich den besseren bekomme, bevor ich jetzt noch den nächsten Chip kaufe für teuer Geld, der aber nicht so leistungsfähig ist, der dann schon im halben Jahr wieder praktisch komplett einem Schweinezyklus unterliegt und nichts mehr wert ist. Also das ist sozusagen die Gemengelage, die ich bei Nvidia sehe. Heute interessante Meldungen sowohl von Microsoft als auch von Amazon. Microsoft will hunderte Jobs im Azure Cloud Business streichen. Aha, was ist denn da los mit der Cloud, meine Damen und Herren? Das hängt ja auch zusammen mit KI, genauso Amazon. Hunderte von Jobs im Cloud Computing. Ja, warum jetzt das, nicht wahr? Da ist ja irgendwas, stimmt da und passt nicht zusammen. Aber wir haben Tom Lee, der ist optimistisch und sagt, der S&P 500 wird 4% noch bis Ende Juni, also in diesem Monat, steigen auf 5.500 Punkte, während Sentiment Trader sagt, wir haben jetzt das erste Mal ein Composite Risk-Off Composite Modell, das Warnsignal auslöst oder das Warnsignal auslöst, das erste Mal seit Dezember 2021, kurz danach. Anfang Januar 2022 hat die FED ja in ihrem Protokoll gesagt, wir müssen sehr wahrscheinlich die Zinsen anheben, was sie dann ja auch gemacht hat. Was also wird sich da durchsetzen? Eine gute Frage ist, Stifel sagt hier, also wir sehen eine Korrektur von 10%. Einfach, weil die Inflation stickier ist, also klebriger ist, nicht so schnell runtergeht, aber die Wirtschaft relativ schnell runtergeht und es dann dauert, bis die Inflation nach unten kommt und die FED dann wirklich die Zinsen senken kann. Es entsteht also so eine Art Zeitgap zwischen einer abkühlenden Wirtschaft und dann auch einer abkühlenden Inflation. Man sieht aber schon die Nervosität, auch bei Tech-Aktien, so sagt auch Bank of America. Die Fragilität in Tech-Aktien ist deutlich über dem normalen 4,5 oder 3,5 Standardabweichungen, sichtbar etwa, was wir gesehen haben, etwa bei Dell, was wir gesehen haben. Bei Salesforce, also diesen Aktien, da hat es ja richtig gerumpelt. Die Zahlen waren doch eigentlich gar nicht schlecht, ja, aber es hat nicht gereicht, um die so stark gestiegenen Kurse wirklich auch in irgendeiner Form rechtfertigen zu können. Und stark gestiegene Kurse und der Elöhne, das muss man immer in einem Atemzug nennen. Jetzt erlebt er aber, dass die Nachfrage nach seinen wunderbar veralteten Teslas immer stärker einbricht. China Flaute. Gigafactory in Shanghai verkauft weniger, fällt immer weiter hinter die Konkurrenz zurück und jetzt hat offenkundig der Elono gesagt, naja, wir brauchen ja weniger Chips für unsere Teslas, dann nehmen wir doch für die ganze Geschichte mal für mein XAI, also den Versuch von Elon Musk auch mit der KI irgendwie dagegen zu stinken. Dann haben wir noch GameStop, da haben ja einige Apes, einige Anhänger von GameStop und anderen Schrottaktien gesagt, naja, wenn jetzt E-Trade Roaring Kitty rausschmeißt, dann kündigen wir unseren Account. Das könnte E-Trade durchaus merken. Wir sehen die GameStop-Aktie seit dem Push von Roaring Kitty extrem gut gelaufen, gell? Es war eine Spitzenidee. Die Bank of Japan hat auch Ideen und sagt, wir werden jetzt mal die Anleihekäufe reduzieren, denn in Japan steigt die Inflation relativ deutlich. Und Bums, der Yen wertet auf, Dollar-Yen wertet ab. Das bringt Carry-Trades in Schwierigkeiten, die also auf die Zinsdifferenz wetten. Und Indien und Mexiko im Fokus. In Indien hat es richtig gekracht. Über 6% der Index, weil Modi die Wahl nicht so klar gewonnen hatte, wie man das eigentlich eingepreist und erwartet hatte, weswegen er seine Politik nicht so durchführen kann. Aber da war auch schon das ziemlich Beste aller Welten eingepreist im indischen Aktienmarkt, der sehr teuer ist. In Mexiko hat es gerappelt, weil
Offenkundig eine grün veranlagte Klimaforscherin jetzt Ministerpräsidentin wird. Und da haben die vielleicht nach Deutschland geguckt und gemerkt, so, das könnte dann wirtschaftlich ein bisschen schwierig werden. Da haben wir ja ein sehr gutes Beispiel dafür gegeben. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Goldpreis wird von Notenbanken manipuliert. Kursziel $15.000, sagt ein Experte. Warum, wieso, weshalb er dieses Kursziel hat. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Und die zweite Empfehlung ist, vielleicht werden europäische Aktien jetzt interessanter als amerikanische Aktien, weil die von der schnelleren Zinssenkung der EZB profitieren werden. Konjunktur ist ja schwächer, schon länger als in den USA. Jetzt wird die USA auch schwächer, aber vielleicht ist das jetzt eine interessante Überlegung. Zweite Empfehlung, auch bitte gerne weiterempfehlen. Morgen noch zwei Videos und am Donnerstagmorgen noch ein Videoausblick. Dann bin ich beruflich unterwegs, also Donnerstagabend und Freitag keine Videos, das nur schon mal angekündigt. Nochmal die Empfehlung und ich sage jetzt Servus, ciao.